Live aus dem Maintower Studio in Frankfurt. Petra Neftel. Es ist Freitagabend. Die Woche haben wir quasi fast geschafft. Schön, dass Sie bei mir sind. Hier ist der Maintower und das bewegt Hessen heute. Meine Güte, die Chance, dass einem ein solches Schicksal widerfährt, wie das der Familie Betzky aus Bruchköbel, die ist wirklich total gering. Melanie und ihr Mann Sven, die waren in diesem Mai im Wald joggen, als es plötzlich wie aus dem Nichts anfängt zu krachen und zu knacken. Ein Baum fällt um und begräbt unter sich das Leben einer ganzen Familie. Ja, genau, diese Benefizveranstaltung Hilfe ohne Umwege für die Familie Betzky mit tollen Bands und leckerem Essen, die findet morgen ab 16 Uhr in der Mehrzweckhalle in Niederessigheim statt. Eine Messerstecherei in Alsfeld, was da ganz genau los gewesen ist und weitere Nachrichten aus der Region jetzt von Andreas Graf. Im Herbst, da verstärken sich die Gelüste auf deftiges, warmes Essen. Wildgerichte sind jetzt ganz besonders beliebt. Ja, die allermeisten hessischen Kleingärtner, die haben ihre Lauben und Gärten inzwischen winterfest gemacht. In den Kleingartenkolonien ist jetzt wenig los in diesen Tagen. Im Stollenweg in Wiesbaden, da haben unbekannte Täter genau diese Situation genutzt, um so richtig zu wüten. 5 Lauben und das Vereinsheim wurden aufgebrochen und zum Teil richtig verwüstet. Es gibt so viele Tiere in Notlagen hier bei uns und es gibt vor allem auch liebevolle Menschen, die solchen Tieren ja sehr gerne helfen würden, die sich aber alleine schlicht den Unterhalt gar nicht leisten können. Gabi Eichenhauer ist Frührentnerin und hat nur wenig Geld zur Verfügung. Und trotzdem kann sie 6 Katzen durchbringen mit der Hilfe eines ganz besonderen Vereins aus Fulda. Sind Sie auch in einem hessischen Verein, der für ein wichtiges Projekt ganz dringend finanzielle Unterstützung braucht, dann können Sie sich bei uns bewerben für unsere neue Show Quizmixer im HR Fernsehen. Ja, auch wenn wir von den Temperaturen her noch mit milde bedacht werden, es spätherbstet und damit steigt das Bedürfnis nach deftigerem Essen, nach Wild zum Beispiel. Perfekt, dass gerade Jagdhauptsaison ist in Büdingen, Aulendiebach. Da gibt es einen Geheimtipp, der ist quasi gemacht für diese Jahreszeit, die Wildstub von Guido Walter. Der bereitet nicht nur das Wild zu, er schießt es sogar vorher selbst. Jawohl, alles zu diesem Geheimtipp finden Sie auch auf unserer. Ich weiß, bei diesen Temperaturen sträuben wir uns noch ein bisschen, aber wir sollten uns emotional ganz langsam an das Thema Weihnachten heranrobben. Was schenken Sie Ihren Liebsten in diesem Jahr? Wie wäre es zum Beispiel mit etwas ganz Besonderem? Etwas, das man für kein Geld der Welt kaufen kann. Der Maintower Wetterengel steht hingegen auf dem Maintower Dach. Lieber Thomas, wir hören die ganze Zeit mild, mild, mild in Sachen Temperaturen. Geht es so mild auch ins Wochenende? Ja. Ganz vielen Dank. Mehr dazu nachher bei Alle Wetter. Das war Maintower für heute. Jetzt kommt Brisant. Die nächsten Nachrichten aus Hessen haben wie immer die Kollegen von der Hessenschau um 19.30 Uhr für Sie. Ich möchte Sie auch an Ihrem Wochenende sehr gerne wiedersehen um Punkt 18 Uhr zu Maintower Weekend. Ihnen einen schönen Freitagabend und bis dahin. Tschüss.